Hey ho, meine Lieben. Ab und zu fahren wir ja im Birkenhof vorbei. Das ist eine Großmetzgerei, Schlachterei in Donauwörth. Und beim letzten Mal haben wir was gefunden. Und zwar das hier, das Paket. Als Suppenfleisch deklariert. Für lächerliche 2 Euro. Aber es sieht aus wie Rinderribs. Und wenn alles funktioniert, haben wir günstige Rinderribs. Und zwar Rinderribs, Soviet und dann gegrillt. Packen wir aus, schauen wir uns das Ganze an und ob wir wirklich schöne Rinderribs gekriegt haben. Gehen wir rüber. Hammerhart, Leute. Es sind wirklich Rinderribs oder auch Beefribs. Und schaut euch das mal an. Schöne Fleischauflage. Unten die Haut, die Silberhaut werde ich gleich noch entfernen. Und ja, das sind echt schöne Stücke. Hier noch ein klein bisschen zurechtparieren. Aber ansonsten sind es doch wunderbare Beefribs. Gut, tun wir das Kram von dem Rib runter. Ich mache jetzt Chemderweil aus. Das zurecht parieren und wenn ich das alles soweit fertig habe, hole ich euch wieder dazu. Ja, Freunde, wenn sich Schatz mit reindringt, dann lassen wir sie einfach machen. Die macht es hervorragend. Macht den Scheiß aus. Also, von denen hat es wunderbar abgekriegt. Super. Die tun wir gleich hier in unsere Schale rein, wo ich sie nachher gleich würzen werde. Wie es das abzieht. Jetzt gehe ich aber lieber in Deckung. So, dann wären wir hier soweit. Dann werde ich das jetzt würzen. Das kann jeder mit dem Gewürz seiner Wahl würzen. Ich nehme heute hier diesen Philips Rinderwahn. Und jeweils 2 Stück in einen Sous-Vide-Beutel nachher gleich. Da haben wir ihn. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu hardcore das Vakuum ziehe. Nicht, dass irgendein Knochen wieder durchsticht. Auch noch ein bisschen extra Gewürz rein. So, Leute, das werde ich jetzt einvakuumieren und dann zeige ich euch noch schnell die Vakuumbeutel. So, Freunde, hier haben wir unser Suppenfleisch. ja, wie hat Schatz vorher gesagt, ich sag's ja immer, was früher Suppenfleisch war, wird heute teuer verkauft. Ja, genau so ist es, aber ja, schauen wir mal, wie sie werden, ob wir wirklich einen 2 Euro Schnapper gemacht haben. Und ich glaube, ich nenne das Video 2 Euro Beefribs, Soviet und gegrillt oder so ähnlich. Das seht ihr hinterher im Deckel, im Titel. Leute, ich baue jetzt das Soviet-Becken auf und dann werden wir die einfach bei, sagen wir mal, 70 Grad reinschmeißen und die lassen wir dann einfach so lange drin, bis wir sie dann auf den Grill schmeißen. Wann das sein wird, sehen wir dann, aber ich glaube, ich probiere, das wird dann wieder Nachtsnack. Euch zu sagen, wie lange sie dann drin waren. Okay, wir sehen uns draußen, weil ich baue so Sous-Vide-Becken heute draußen auf. Ich sehe es schon wieder, was das Kurzvideo war, artet wieder aus. Im letzten Video hat ein Zuschauer mir drunter geschrieben, hey, warum klemmst du die Dinger nicht einfach in diese Rip-Halter ein? Und natürlich, recht hat er.
dann muss man das gar nicht von oben beschweren, weil es ja von unten schon gehalten wird. Schauen wir mal. Nein, so nicht. Schauen wir mal ganz einfach, wie das funktioniert, ob wir das so hinkriegen. Das ist blöd. Das ist blöd. So. Dann klemmt der hier nämlich drin. Nee, das ist total kacke. Weil ich sehe gerade, die Rips sind hier schon höher als der Wasserpegelding. Also das Maximum. Ich könnte natürlich jetzt auch das ganz große Becken nehmen, aber da habe ich keine Lust drauf. Komm, werden wir die jetzt so reinlegen. Das ist auch scheiße. Auch scheiße. Leute, heute ist alles scheiße. Ich muss das große Becken nehmen. Das hilft so. Alles nichts. So, Freunde. Eigentlich wirklich schade drum. Das kleine Becken hätte mir wesentlich besser gefallen dafür, aber hilft ja nichts. Wir wollen ja, dass die Rips ordentlich unter Wasser schwimmen und dass da nichts schief geht, daneben geht. Oh Mann, da brauche ich wieder 15, mindestens 15 Liter. Ja, 15 Liter habe ich jetzt da rein. Dann beschweren wir die Rips jetzt halt doch wieder so, dass sie schön unten bleiben. So. Stecken die Schweinebacke an. So. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn ich den anschalten will, versage ich. Will das Ding mich verarschen wieder. Jetzt. Wir gehen auf 70 Grad, haben wir gesagt. Das ist das Grad oder Fahrenheit. Das müssen wir ganz einfach, indem wir hochgehen und bei, ja, 10 Grad. Wie hoch geht denn der? Jetzt habe ich es wieder verpasst. 90 Grad geht der. Wollen wir aber nicht. Uns reicht 70 Grad. Und ich stelle ihn jetzt ganz einfach mal auf 8 Stunden ein. Oder 7 Stunden. Und Start! Wassertemperatur haben wir schon von 49,2 Grad. Ich fülle das jetzt noch bis Maximum eben auf. Und dann suche ich mir noch was zum Abdecken. Mir hat es gerade nicht so ganz gefallen, dass die so komplett am Boden gelegen sind. Deswegen habe ich die jetzt so leicht schräg gesetzt. Mit einem so Teil beschwert. Wasser habe ich aufgefüllt. Gehen wir noch bis Maximum auf. Und ich lege hier jetzt das Teil hier, so ein Einkaufskorb drüber. Mach aber nicht komplett zu. Warum? Ganz einfach. Wenn das dampft und man so Sous-Vide-Garer hat, wo vielleicht nicht hundertprozentig dicht ist, geht der Dampf rein und durch das Gehäuse durch und in die Elektronik rein. Und was dann passiert, könnt ihr euch ja vorstellen, weil Dampf ist ja nichts anderes als Wasser. Und genau deswegen lasse ich das hier ein bisschen offen und kann
allen nur abraten, sich Deckel zu bauen, wo nur ein kleines Loch drin ist, wo der Sous-Vide-Garer reingesteckt wird. Kann ich absolut nicht empfehlen. Lieber ein bisschen mehr offen lassen und auf Nummer sicher gehen. Und ja, so lassen wir ihn jetzt stehen. Und gucken wir mal, wie lange wir insgesamt brauchen. Wir haben es jetzt gleich 2:30. Ja, schauen wir mal, bis wann wir die auf dem Grill feuern. Wie viel haben wir eingestellt? 7 Stunden? 5, 6? Dann ist es jetzt über 2 Stunden drin. Tja, vom Wasserstand ist schon gut gesunken ein Zentimeter, aber es reicht auf alle Fälle noch aus. Und ja, lassen wir sie einfach weiter drin. Gibt es irgendwann dann später so als Nachtsnack. Ich hoffe, dass sich der Korb nicht zu sehr verformt. Der ist schon irgendwie der Kunststoff weich geworden. Tja Leute, eine Viertelstunde haben wir noch, dann haben wir sie tatsächlich 7 Stunden drin gehabt. Wir haben es jetzt 9:20. Ich schmeiße jetzt den Grill an, die Kohlen, und dann ja, packen wir die Teile aus und schmeißen sie noch auf den Grill. So, vor 2-3 Minuten ist er in etwa ausgegangen. Ich räume jetzt bloß hier schnell die Sachen rein, Leute. Und dann komme ich mit einer Wanne raus, mit einer Schale, und da tun wir dann unsere Rips rein. Und dann geht es auch schon da drüben weiter. Die Kohlen sind gleich so weit. Dann tun wir die jetzt hier raus. Tun unsere Beuten schlachten. Oh, vom Geruch ist das mal ganz gut. Und da bin ich ja echt gespannt, ob wir hier jetzt den Schnapper schlecht hingemacht haben oder nicht. Sehen wir gleich nachher beim Probieren. Schatz, das Höschen, möchtest du das dann wieder aufbewahren für eine Soße zum Basteln? Ja. Gut. Ja, und da liegen sie. Und jetzt gehen wir rüber zum Grill und tun die direkt auf der Glut noch anknuspern. Feurio, kann ich da bloß sagen. Zu lange dürfen wir sie aber nicht liegen lassen. Boah. Boah, boah, boah. Kann man den Deckel wahrscheinlich gerne noch mal zumachen. Oder doch? Ja, machen wir ihn sicherheitshalber zu. Und ganz kurz, also 30 Sekunden bis eine Minute müsste ausreichen, so hellen Glut, wie wir da drin haben. Wir wollen es ja bloß ein bisschen anknuspern und nicht verbrennen. Ja, doch, ein klein bisschen geht noch. Jetzt mit dem jetzt da hinten rein. Ja. Die brennen hier einen weg. Hey. Mal ganz kurz von der Unterseite. Ja, das muss ausreichen. Und dann ziehen wir sie noch kurz im indirekten Bereich. Also ich habe einfach nur hardcore wieder einen Anzündkamin angefeuert. Wird ja nachher eh der Grill gelöscht und die Kohlen werden ja dann auch wieder weiterverwendet. Kann ich bloß immer wieder betonen. So, indirekter Bereich. Und dann exakt dieselbe Schale wie im letzten Video, ist ja noch nicht lang her.
Und da tun wir wieder mit Ahornsirup gläsen. Der Rest noch drauf. So, Deckel zu und noch 5 Minuten und dann können wir sie schon reinholen zum Essen. So, die Zeit ist um. Ja, sehen die nicht schön aus? Wunderbar, sage ich da bloß. Zange auf. Moment, ich zeige sie euch gleich noch mal genau. So. Und sieht das nicht genial aus? Also genial aussehen tut's. Riechen tut's auch genial. Und jetzt gucken wir rein, ob wir für 2 Euro geile Rübs haben. So, Freunde, Hintergrundgeräusche sind der glorreichen 7 geschuldet, weil den Film schalte ich jetzt nicht extra ab. Und ja, ein so Rippchen mir geschnappt. Und jetzt probieren wir mal. So. Ja. Sehr geiles Suppenfleisch, muss ich schon sagen. Richtig geil. Leute, wir haben einen Schnapper gemacht. Richtig geil. Jetzt wird erst gegessen und dann natürlich wieder Fazit. Boah, Leute, also jetzt reicht's für heute wirklich mit dem Essen. Zuerst dieses Filet, das letzte Video eben, den Filet-Rollbraten und jetzt noch diese Beef Ribs, dieses Suppenfleisch. Wahnsinn! Also auch vom Gewürz her, vom Philipp, ist mir jetzt gerade entfallen. Ich habe es ja am Anfang gezeigt und der gesagt. Rinderwahn. Rinderwahn war es, genau. Danke, Schatz. Sehr lecker. Die Brühe vom Sous-Vide-Garn aufgehoben natürlich für eine leckere Soße zum Ziehen. Und Schatz, wie hat es dir geschmeckt? Total geil. Also, täten wir ihr jetzt die Nase wegschneiden, dann wird sie im Kreis grinsen. Schä. Also das zum Anschauen ist schä sowas. Saskia! Ja, durch das, was vorhin ja auch was gab, konnte ich jetzt nicht viel essen, aber es war echt lecker. Okay, wunderbar. Also, hat es gelohnt, funktioniert auch so weit. Haben wir ja gesehen, werde ich auch öfters machen. Es ist einfach schneller. Vom Fall of the Bone ist es noch weit entfernt. Aber klasse zum Essen. Nee, muss nicht sein. Schmeckt total genial. Und schön weich, lecker zum Essen. Es ist nicht zäh, es ist ganz weich. Angenehm im Geschmack. Und Leute, 2 Euro das Paket. 2 Euro. Hardcore. Was war nicht? Jo, okay. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich wünsche euch was. Tschaikowski. Däumchen nicht vergessen. Und Abos.